Ich bin Katrin Rehns. Ich arbeite in Segeberg im Fledermauszentrum. Und wir haben hier einen Stand, weil wir die Biologie des Fliegens mal erläutern wollen, nicht nur die Technik, denn die Fledermäuse können das schon seit 55 Millionen Jahren. Wir haben eine große Ausstellung auf 4 Etagen zum Thema Fledermaus. Es sind mehrere Etagen im Dunkeln gehalten, weil wir in der Welt der Fledermäuse herrschen und die ist halt dunkel. Und da geht man mit Taschenlampen als Besucher an. Wir haben ganz viel, wir sind in der Erlebnisausstellung, man kann anfassen, ausprobieren. Wir haben Filme. Und ganz oben haben wir tropische Fledermäuse, die halten keinen Winterschlaf, also kann man sie das Ganze hier anschauen, während die Segeberger Höhle, die ja dran ist, nur von April bis September geöffnet hat. Außerdem gibt es eine Kooperation mit der Bahn. Man kann von Hamburg ein Fledermaus-Ticket mit Eintrittspreis schon zu uns hin und zurück bekommen. Ich bin Erzieherin und habe eine Ausbildung im Tourismus-, Kultur- und Freizeitbereich gemacht. Und als ich fertig war, war dort eine Stelle frei in der Pädagogik. Und schwuppdiwupp bin ich da gelandet. Ich mache Föhnführung, Hausführung und auch Kindergeburtstage. Ich bin die Geburtstagsfee.